Ich warte auf den Patrick. Der holt mich nämlich ab, weil wir nämlich jetzt dann in die City fahren, in die Wiener Innenstadt, um einen Frack zu kaufen. Also jeder an. Da fahren wir nämlich in ein Geschäft, ich glaube das heißt Frack & Co., gleich hinter der Staatsoper, in der Hanusstraße gelegen, und dort gibt es einen Frack. Ja, gleich ist er da. Es ist interessant, nämlich dieses Frack-Geschäft, wo wir da hinfahren, da habe ich ein bisschen Erinnerung dran. Warum? Weil im gleichen Gebäude, wo das ist, in der Hanusstraße, gleich neben der Oper, dort ist auch, ich glaube im zweiten Stock oder war es der dritte, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, das Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien. Dort habe ich studiert. Aber das Wichtigere, vis-à-vis vom Geschäft, ist der Pitzinger. Eines der besten Würstelstandeln in Wien. Kleines Detail am Rande. Warum gerade in diesem Frack und Co. einen Frack kaufen? Die haben einen Musikerfrack. Das heißt, dort gibt es einen Frack, der ist ein bisschen vom Stoff her dünner. Das heißt, man schwitzt nicht so und man kann sich auch leichter bewegen. Und er ist einfach weiter geschnitten, vor allem da, dass man sich bewegen kann. Dann gibt es noch so kleine Details, wie zum Beispiel die verdeckte Knopfleiste am Hemd, nämlich dass man die Knöpfe dann vom Hemd nicht scheren am Instrument oder klappern oder ähnliches. Das ist der Plan. Einen Musikerfrack beim Frack und Co. Da fahren wir jetzt. Ja, Patrick wird gleich da sein. Aber zuerst gehen wir zum Pitzinger. Auf einen Würstel. Einer der besten Würstelstandl in Wien, meiner Meinung nach. Ist so. Und dann gehen wir uns einen Frack kaufen. Warum kaufen wir es denn jetzt eigentlich? Prinzipiell für mich gehört ja so ein Frack eigentlich, so ein Möbelstück gehört einfach zur Herrengarderobe dazu, dass man sowas daheim hat. Aber nein, wir spielen am Philharmonikerball. Und wir haben jetzt beim vierten Mal gesagt, aus, jetzt reicht's, jetzt kaufen wir uns wirklich einen eigenen. Es ist halt Frackzwang und man will sich an die Regeln halten sozusagen. Ne? Ja. Der Frack ist im Unterschied zum Smoking ein sogenannter Uniformersatz. So wie die Tracht übrigens auch. Wenn du einen Orden tragen willst, kannst du mir eigentlich nur von einer Uniform tragen, und zwei Ausnahmen gibt es, nämlich die Tracht und zum Sfrack. Und zum Cut untertags, wenn es vor 18 Uhr ist, auch. Dazu, zum Cut. Das ist mir neu. Den Otterkring hat man drauf nicht so geschaut. Also auf jeden Fall haben wir dann einen Frack, gut, aber den werden wir auch gleich tragen, natürlich beim Offiziersball, wenn wir spielen. Selbstverständlich, da ist zwar kein Frackzwang. Ja, das, aber wenn wir schon haben. Jetzt geht's ab zum Würstelstandl. Jawohl! Gut für den Pitzinger. Gut für den Pitzinger. Ja, das ist ja so. Aber es geht ja schnell. Patrick zahlt, der Patrick zahlt. Waldviertler mit süßen Senf und Brot bitte. Und zwar Glühwein. Uns kaufen, ne? Jetzt da. Genau so ein. Ja. Mehr haben wir uns nicht leisten können. Frag sind kleine Änderungen vorzunehmen. Das erste bei mir ist es ändern. Meine Ärmel sind zu kurz, die Wampen ist zu groß, die Haxen sind zu kurz. Fahren wir heim. Fahren wir heim, ja. Sagen wir es war nichts. Los geht's. Gehen wir. Mission completed. Den Frack haben wir gekauft, aber natürlich noch nicht. Bei meinem Gestell muss noch einiges geändert werden. Daher liegt das Ganze noch im Geschäft. Mitnehmen habe ich schon dürfen, das was nicht geändert hat werden müssen, nämlich das Marschall, die Fliege, dann Hosenträger, haben wir auch gleich genommen, und ein Kummerbund. Ich freue mich auf die Premiere und bis dahin kann ich euch dann auch schon zeigen, wie er an mir ausschaut, weil das ist jetzt das offizielle Ballgewand der 16er Buben. Jetzt habe ich einen Frack, noch Frack.